Hallo, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Deutzer D16006 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Vector Man, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4, Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann mittelgroße Traktoren. Wir haben auch das gute Stück Deutzer D16006 mit 160 PS Standard angegebener Leistung, 500 Liter Diesel, 25 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Für 45.000 Euro glatt in der Anschaffung, 2.295 im Leasing. Felgenfarbe lässt sich von Deutz Rot in Grau in Schwarz umfärben, ebenso die Hauptfarbe von Deutz Grün in Schwarz in Kommunal Orange und Industrie Gelb. Mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Motorabdeckung, Kabine und Anhängerkupplung stehen euch insgesamt 5 Config-Blöcke zur Verfügung. Standardgemäß haben wir Reifenhersteller Lizard mit der Reifenvariante Standard, diese lässt sich auch nicht ändern. Dann gibt es noch Trelleborg mit Reifenvariante Standard und Zwillingsbereifung. Und dann sind wir aber auch schon wieder bei Lizard mit angekommen. Motorabdeckung, ein simples Nein, dann ein Ja und dann ein Ja mit Aufkleber. Kabine, auch ein simples Nein oder Ja. Und zu guter Letzt die Anhängerkupplung, einmal Standard, also dass es so eine reine Zugmaschine in dem Falle ist, und oder eine Dreipunktaufhängung extra noch mit dazu. Schauen wir uns das gute Stück in dem Falle mal hier mit an. Ich habe mal hier Kabine gewählt und Motorabdeckung offen, dass wir uns das Ganze auch mal ein bisschen so anschauen können. Wir haben Trelleborg 600 670 R30er-Bereifung hier mit dabei in dem Falle. Dann haben wir hier einmal den Aufschrift oder den Schriftzug D16006 mit drin. Ohne Motorabdeckung können wir halt hier dementsprechend reinschauen. Wir sehen, das ist alles modelliert und Co. Das ist nicht einfach nur eine Textur, was sehr, sehr schön ist. Vorne dann einmal Deutz. Hier noch eine Möglichkeit, theoretischen Anhänger auch mit reinzuziehen. Normale Fahrtleuchten und der Blinker. Riesenauspuff, soweit so klar. Hat alles Kollision. Dann haben wir einmal hier vorne noch den Luftfilter, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal das Dach, zwei Rundumleuchten. In dem Mac-Bereich in dem Falle nichts. Hier Bremslichter, Blinker und in dem Falle jetzt hier noch eine konfigurierte Dreipunktaufnahme mit dran. Gegenüberliegende Seite haben wir das gleiche in grün. Türen links und rechts gibt es in dem Falle hier beim Kabinenaufbau nicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt einmal hier mit der Kabine anschauen, sehen wir, wir haben Lenkrad, das lässt sich auch bewegen. Soweit so klar. Wir haben links, rechts Spiegel, die sind soweit auch in ihrer Form. Ansonsten, Armaturen sind alles noch auf analoger Basis gesehen, ist ein bisschen älter das Modell. Ansonsten Sitz und Reservesitz und Co. sieht soweit eigentlich noch alles ganz gut aus. Man kann vorne alles erkennen, auch so für eine Blindschleiche wie ich. Oder wie mir eher gesagt, so rum. Ne? Also, das ist soweit alles vollkommen in Ordnung, passt, gefällt mir. Ja, kommen wir mal zum Thema Sound. Hören wir uns das Ganze mal an. So, können wir in dem Sinne kurz halten, der LS19 Standard Sound ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ihr wisst ja, why not, die Standard Sounds aus dem LS hören sich ja jetzt an sich auch nie verkehrt an. Thema Funktionalität, ihr seht hier, wir haben eine Hand am Lenkrad, das ist sehr schön, die andere Hand hier ist am Hebel. Mit dem Beinchen wird auch gearbeitet, soweit so klar. Die Hebel selber haben hier aber aktuell keine Animation. Armaturen vorne haben Animation, ihr seht das Ganze, wir sind jetzt hier ungefähr bei 20, ihr seht, wir sind beim LS-Tacho auch ungefähr bei 20, das haut also soweit auch ganz gut mit hin. Spiegel funktionieren soweit auch, ne? Kann man ein bisschen was erkennen, aber ihr könnt es ja durch Spiegel einstellen, Mod könnt ihr das Ganze ja noch ein bisschen verfeinern. Aber prinzipiell kein Grauschleierfehler oder sonstiges, das ist eigentlich das Wichtigste da drin. Wir haben sogar, trotz all dem, dass wir links und rechts keine Türen haben, einen Indoor-Sound, dass das Ganze ein bisschen leiser ist. Das ist auch ganz angenehm. Wenn wir uns das Ganze dann einmal in der Nacht hier anschauen, sehen wir, boah, Blinker werden vorne in dem Falle nicht mit angezeigt. Wenn ich das separat Licht anschalte, werden hier noch einzelne Elemente mit beleuchtet. Trotz all dem kann man immer noch so ungefähr erkennen, wenn man nachts fährt, wie schnell man gerade fährt. Ne? Auch wenn optimalerweise vielleicht da ein bisschen Belüftung nicht hätte schaden können. Vielleicht ist es aber in der Realität auch einfach nicht möglich. Also ist nicht so, deswegen nicht mit umgesetzt. Blinker sind im Außenbereich mit vorhanden, reflektieren in dem Falle auch ohne Probleme. Genauso wie hier die Rundumleuchten. Seht ihr, das klappt soweit alles auch. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht und dann noch Aufblendlicht. Könnt ihr separat mit Numpad 6 aktivieren, deaktivieren. Numpad 5 hat in dem Falle keine Funktion. Arbeitsleucht nach hinten gibt es keine. Hube. Ne, ist die Standardhube aus dem LS, die man soweit kennt. Irgendwelche Spielereien mit hier mit Maussteuerung und oder Simple IC gibt es in dem Falle nicht. Hat alles nur Standardfunktion. Soweit so normal. Ihr seht, das Ganze ist ein Knicklenker.
Ne? Also ein Knicker in dem Falle. Das lässt sich halt dementsprechend ein bisschen anders fahren. Man hat vielleicht manchmal das Gefühl, gerade wenn man jetzt hier so fährt, oh, will der kippen, will der kippen, will der kippen. Ne? Weil er schwankt da ein bisschen. Aber prinzipiell bleibt er halt immer auf dem Bein. Ne? Das ist gegebenenfalls sogar so gewollt. Aber gekippt jetzt einfach nur beim Einlenken, in dem Falle nicht. Ihr seht auch hier hinten noch alles mit Animationstechnik mit dabei, wenn man hier Gas gibt und Co. Also sprich die Antriebswelle oder den Antriebsstrang, den ich jetzt einfach mal. Auch da animationstechnisch gesehen alles mit dabei. So, da wir nun den ganzen Spaß hier drin haben, beziehungsweise hinten dran haben, nehmen wir natürlich hier wieder unseren Standardflug, um das Ganze zu testen. 25 km/h Max Speed ist diesmal auf den km/h genau. Ihr seht, mehr geht nicht. Ja, ist auch das Höchste, was man in dem Fall einstellen kann. Die Bremsen sind ziemlich hart eingestellt. Also wenn ich jetzt mal hier loslasse, zack, steht das Ding. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe eher eine kräftigere Bremse als wie eine lasche Bremse. Deswegen, aber das ist auch wieder von Spielstil zu Spielstil wiederum unterschiedlich. Müsst ihr dann wissen. Gegebenenfalls könnt ihr ja die Werte in der XML ändern, wenn ihr wisst, was ihr tut. Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. So, dann mal hier beim Flug angekommen, werden wir ihn dann einmal dran machen. So, so, bitteschön. Ihr seht, dynamische Kabel und Schläuche sind trotz alledem hier mit vorhanden. Auch animationstechnisch gesehen haut das Ganze hier soweit hin. Ne? Das geht nach oben und unten, klitscht nichts und die Arbeits- beziehungsweise das Arbeitsgerät geht auch bis ganz unten, dass wir damit arbeiten können. Ja, bleibt zu guter Letzt noch der Lok übrig. Und da seht ihr, der ist sauber, könnt ihr euch in dem Fall also auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.